Herzlich willkommen zur Astronaut. Wir beschäftigen uns heute mit dem Sternzeichen Zwillinge, mit dem Zeichen Zwillinge. Und ich sage es immer wieder am Anfang dazu, wenn ich von der Zwillinge-Energie spreche oder von einer anderen Energie, dann meine ich damit nicht, dass alle Menschen, die in diesem Sternzeichen geboren sind, genau akkurat so agieren werden. Denn unser Horoskop besteht eben aus mehreren Planeten und nicht nur aus der Sonne, also dem Sternzeichen. Wenn aber jemand eine Zwillingbetonung hat, dann wird er sich in dem, was ich heute erzähle, wiederfinden. Es geht ja in dieser Reihe darum, wie denn Vorurteile zu den Sternzeichen entstehen und auch wie die einzelnen Zeichen jetzt in der Krise reagieren. Wir haben jetzt Woche 3 der Ausgangsbeschränkungen in der Covid-19-Krise hinter uns gebracht. Ab nächste Woche soll es wieder ein bisschen einfacher werden. Was bedeutet das nun für das Zeichen Zwillinge oder was waren denn die anspruchsvollsten Aufgaben für das Zeichen Zwillinge in den vergangenen 3 Wochen? Nun, beim Zeichen Zwillinge, das ist ein Luftzeichen, geht es ganz, ganz stark darum, Wind unter den Flügeln zu bekommen, vor allem unter den intellektuellen Flügeln. Es geht um Kommunikation, um Aktion, um Diskussion. Und ihr werdet schon merken, all das, was ich sage, war in den vergangenen Wochen sehr, sehr eingeschränkt. Das heißt, Menschen mit einer Zwillingbetonung und oder dem Mond im Zeichen Zwillinge zum Beispiel, die werden sich in den vergangenen Wochen sehr, sehr stark eingeschränkt gefühlt haben, weil sie nicht wie gewohnt kommunizieren können, von Angesicht zu Angesicht, weil sie sich nicht bewegen können, wohin sie wollen. Die gute Nachricht also für alle luftigen Menschen unter euch, ab kommender Woche wird es ein bisschen besser werden. Was sind nun die Vorurteile, die wir über das Zeichen Zwillinge immer wieder mal zu Gehör bekommen? Das eine ist einmal, dass eins der größten Vorurteile lautet, die Zwillinge haben alle 2 Gesichter. Woher rührt das jetzt? Wenn wir uns diese Achse ansehen, dann haben wir auf der einen Seite Zwillinge und auf der anderen Seite das Zeichen Schütze. Beim Zeichen Schütze geht es um die Überzeugung, fast schon religiöse Überzeugung zu bestimmten Themen. Das Zeichen Zwillinge ist der Gegenpol dazu, also das Infragestellen. Und das ist eins der herausragendsten Merkmale an dieser Zeichenenergie, die Dinge eben nicht so anzunehmen, wie sie sind, sondern immer in Frage zu stellen, immer zur Diskussion zu stellen. Und da kann es schon einmal passieren, dass man gerade eine Sache andiskutiert hat, in Frage gestellt hat und 5 Minuten später Partei dafür ergreift. Weil das Zeichen Zwillinge einfach bedeutet, es gibt mehr als 2 Wege, es gibt 100 Wege, es gibt 100 Sichtweisen und ich gönne es mir, die Welt aus all diesen Perspektiven zu betrachten. Wenn nun so ein Mensch mit einem sehr erdigen Menschen diskutiert, einem sehr konservativen Menschen vielleicht oder einem Menschen, der sehr überzeugt von seiner Meinung ist, dann wird der andere den Eindruck bekommen, der lügt ja, der hat ja gerade vor 5 Minuten noch was anderes behauptet. Für die Zwillinge-Energie ist das nicht so, denn es wird nicht per se Stellung bezogen, sondern es wird einfach immer wieder eine Sache von einem anderen Blickwinkel aus betrachtet. Ein anderes großes Vorurteil bezüglich des Zeichens Zwillinge ist, dass die Zwillinge immer tricksen und schwindeln. Ich möchte dazu ein Märchen kurz anreißen, und zwar das tapfere Schneiderlein. Das ist das Zwillinge-Märchen per se. Wenn ihr euch erinnert, das tapfere Schneiderlein schafft es ja mit einer Hand 7 Fliegen zu erschlagen, schreibt sich dann zu Beginn des Märchens diese Tat auf einen Gürtel, 7 auf einen Streich. Und Menschen, die das sehen, glauben, er hätte im Kampf 7 Gegner getötet. Das bedeutet, die Menschen erzeugen ja dieses Märchen. Das tapfere Schneiderlein hat das nie von sich behauptet, stellt's aber auch nicht richtig.
Und das wäre auch so ein Merkmal der Zwillinge, der Merkurenergie. Merkurenergie ist ja Hermes-Energie, Hermes der Götterbote, der als Trickser im Götterreich bekannt ist. Und dieses Merkmal wäre, ich nütze Gelegenheiten zu meinen Gunsten. Nicht unbedingt, weil ich dabei lüge, sondern weil ich schlicht und ergreifend das, was andere Menschen behaupten, nicht richtig stelle. Und das ist ein eklatanter Unterschied. Das tapfere Schneiderlein gewinnt ja letztendlich in diesem Märchen die Prinzessin, also er beschreitet den Heldenweg, indem er sich immer wieder grandiose Dinge einfallen lässt, aber nie wirklich in den Kampf zieht. Das wäre auch so ein Merkmal der Zwillinge-Energie. Da wird nicht mit Schwert und Schild gekämpft, sondern mit Worten, mit Ideen. Das wäre zum Beispiel auch, wenn ihr euch erinnert, Vicky und die starken Männer. Der kleine Vicky lässt sich ja immer was einfallen, er trickst die Gegner aus und muss nicht, so wie sein Vater, der Halvor von Flake, zum Schwert greifen und losstürmen. Das wäre es auch schon zusammengefasst, die Vorurteile um das Zeichen Zwillinge und wie diese entstehen. Ich möchte mich dann kommende Woche dem Zeichen Krebs widmen, die Grundenergie des Zeichens Krebs, wieder am Sonntag um 20:15 Uhr auf diesem Kanal. Und ich wünsche euch bis dahin noch ein schönes Osterfest. Bleibt gesund. Und wir sehen uns in alter Frische.